Hallo zusammen, ich lese von der Stiftung Warentest Medikamente im Test Bluthochdruck und ich bin angekommen im roten Kapitel, dem letzten Kapitel, das heißt Medikamente bewertet bei Medikamente von A bis Z. Als erstes werden die Medikamente, die rezeptpflichtigen Medikamente nach Namen aufgeführt und danach alphabetisch nach Wirkstoffgruppen. Und ich bin angekommen beim kaliumsparenden Diuretikum, kaliumsparendes Diuretikum. Kaliumsparendes Diuretikum. Diuretika führen dazu, dass der Körper vermehrt Wasser ausscheidet. Dadurch verringert sich die Blutmenge und das Herz pumpt weniger Blut in den Kreislauf, wodurch der Blutdruck sinkt. Spironolakton geeignet bei hohem Blutdruck, wenn dieser auf eine Überproduktion des Hormons Aldosteron zurückgeht oder auch mit einer Kombination aus drei Blutdrucksenkern nicht ausreichend gesenkt werden kann. Kaliumsparende Diuretika halten Kalium im Körper zurück. Der unerwünschte Kaliumverlust entfällt bei ihnen. Spironolakton gehört ebenfalls in diese Gruppe und wird bei hohem Blutdruck nur gegeben, wenn die Nebennieren übermäßig viel Aldosteron produzieren oder wenn der Blutdruck selbst mit einer Kombination aus drei blutdrucksenkenden Wirkstoffen nicht ausreichend abgesenkt werden kann. Weitere gängige Kaliumsparer sind Amylorid und Triamteren. Beide werden vor allem in Kombinationspräparaten eingesetzt. In Klammern siehe 2 Diuretika auf Seite 142. Wichtig zu wissen: Wenn Sie kurzsichtig sind, kann sich diese Sehstörung durch die Anwendung von Diuretika weiter verschlechtern. Dann müssen Sie sich Ihre Sehhilfe anpassen lassen. Mundtrockenheit, Durstschwäche und Schwindelgefühl, Muskelschmerzen und Krämpfe sowie Kopfschmerzen können Anzeichen von übermäßigem Salz- und Flüssigkeitsverlust sein, der vor allem bei hoher Dosierung der Diuretika auftreten kann. Achten Sie darauf, dass Sie genügend trinken, mindestens 1,5 bis 2 Liter täglich. Es sei denn, Sie haben eine Herzschwäche, dann muss die Menge geringer sein. Alkohol kann die blutdrucksenkende Wirkung verstärken. Wenn der Körper sehr viel Flüssigkeit ausscheidet, kann das Blut eindicken und die Gefahr für Thrombosen und Embolien wächst. Wenn Krämpfe oder Verwirrtheit mit zeitlicher und räumlicher Desorientierung auftreten oder Sie nur noch sehr wenig Urin ausscheiden, sollten Sie umgehend einen Arzt aufsuchen. Bei mehr als 1 von 100 Behandelten steigt der Harnsäurespiegel im Blut an. Es kann zu einem Gichtanfall kommen. Typische erste Anzeichen: Schwellung und Schmerzen im Großzehen oder Daumengrundgelenk. Bei 1 bis 10 von 100 Spironolakton-Behandelten schwillt die Brustdrüse an und schmerzt. Bei Frauen und Männern. Bei Frauen können Menstruationsstörungen vorkommen. Die Symptome verschwinden wieder, wenn sie das Medikament absetzen. Bei Frauen kann sich die Stimme vertiefen und heiser werden. Am Körper können vermehrt Haare wachsen, Männer können impotent werden. Sprechen Sie mit Ihrem Arzt über diese Symptome. Wenn Sie hohes Fieber und Schüttelfrost bekommen, sollten Sie unverzüglich den Arzt rufen. Das Gleiche gilt, wenn Sie Blut im Stuhl oder Urin feststellen oder kaffeesatzartig erbrechen. Beides weist auf eine gravierende Störung der Blutbildung hin. Spironolakton kann in Einzelfällen die Leber schwer schädigen und eine Gelbsucht auslösen. Wenn sich die Haut gelb färbt und Sie zusätzlich einen starken Juckreiz am Körper verspüren, sollten Sie sofort einen Arzt aufsuchen.
Wie alle Diuretika verstärkt Spironolakton die Wirkung anderer blutdrucksenkender Medikamente, insbesondere in Kombination mit ACE-Hämmern oder Sartanen, sinkt der Blutdruck deutlich ab. Amyloid und Spironolakton bewirken, dass der Kaliumspiegel im Blut stark ansteigt. Vor allem gemeinsam mit ACE-Hämmern, Sartanen oder kaliumhaltigen Mineralstoffpräparaten, Stärkungs- und Nahrungsmittelergänzungsmittel, Klammern Stärkungs- und Nahrungsergänzungsmittel. Anzeichen dafür können fehlen oder es können Empfindungsstörungen, Muskelschwäche sowie verlangsamter Herzschlag auftreten. Außerdem drohen Herzrhythmusstörungen. Spironolakton kann die unerwünschten Wirkungen von Digitalis verstärken, weil es den Abbau von Digitalis-Präparaten hemmt. Weitere Wechselwirkungen sind mit nicht-steroidalen Antirheumatika wie Ibuprofen und Indomethacin bei Schmerzen Rheuma möglich. Das Risiko für eine verschlechterte Nierenfunktion bis hin zum akuten Nierenversagen steigt. Diuretika lassen die Blutspiegel von Lithium bei manisch-depressiven Störungen ansteigen. Nebenwirkungen können stärker werden. Die Arzneimittel sollten Sie nicht gleichzeitig anwenden. Wenn Ihre Nieren nicht richtig arbeiten, dürfen Sie nur Schleifendiuretika oder Xipamid einnehmen. Kinder und Jugendliche unter 18 Jahren. Bei Kindern erfolgt die Dosierung nach dem Körpergewicht. Für Schwangerschaft und Stillzeit. Alle Diuretika sind in der Schwangerschaft möglichst zu meiden. Allenfalls kann Hydrochlorothiazid eingesetzt werden. Besser sind andere Blutdrucksenker wie Methyldopa. Bei stillenden Frauen hemmen Diuretika in hoher Dosierung die Milchbildung. Deshalb sollten Sie während der Stillzeit möglichst keine Diuretika einnehmen, allenfalls Hydrochlorothiazid in der geringstmöglichen Dosis. Für ältere Menschen 60 plus. Bei älteren Menschen steigt das Risiko für unerwünschte Wirkungen, insbesondere auf den Elektrolyt- und Wasserhaushalt. Sie trinken oft zu wenig, sodass der Körper leicht austrocknet. Kontinuierliche Kontrollen der Blutwerte sind daher erforderlich. Es geht weiter mit den Calcium-Antagonisten. Dann kommt Calcium-Antagonist und Diuretikum, Sartane, Sartan, Diuretikum, Calcium-Antagonist, Sartan, Calcium-Antagonist, Thiazid und Thiazidartige Diuretika. Und dann geht es auf 143 ganz schnell dem Ende entgegen. Bis später. Tschüss.